Also, jetzt geht's los. Ich bin jetzt hier mit der Müriwet. Sie ist in Wien. Ich bin in St. Moritz. Und wir machen jetzt eine 30-minütige Session von Divine Healing Power. Und wir haben uns eigentlich gar nicht vorher abgesprochen. Deswegen muss ich dich jetzt fragen. Wir haben ja gesagt, wir reden über Geld, ja? Wir reden über die Heilung von unserem finanziellen Bewusstsein, wenn man das so ausdrücken darf. Und sag mal kurz, was willst du? Was will ich? Genau. Ich habe Vertrauen seit 5 Jahren, dass ich immer Geld habe, wenn ich was brauche, wegen der Ausbildungen. Ich habe mit null begonnen und mit 30.000 Schulden, NLP. Okay. Und vor ein halbes Jahr habe ich begriffen, dass ich immer das Geld habe, wenn ich brauche, aber sonst nicht. Okay. Gezaubert alles. Ganze Ausbildungen. Luther entschieden. Ich habe immer Vertrauen gehabt, dass ich das irgendwie erreiche. Und das war auch so. Irgendwie ist es gegangen. Ich zurückschaue, so viel Geld, ich weiß nicht, wie ich das gemeistert habe. Ich habe es geschafft. Und jetzt mit die Zähne. Zu Weihnachten. Ich habe gesagt, ich will aber unbedingt heuer, bevor ich ganz anfange mit dem Live und so weiter. Ich will meine Zähne gerichtet haben. Ohne null Kosten, null Geld gehe ich hin. Nachher habe ich ein paar Lösungen gehabt, wie ich das mache. Und mehr als halben Teil habe ich jetzt schon bezahlt, aber mit habe ich eine Lösung zum Schulden bekommen von Freundin. Es geht. Und bis Sommer mache ich alles, zahle ich zurück. Und die Lösung habe ich gefunden. Vorher war Mauer. Und Okay. jetzt meine neue Zähne. Ich Also schaffe. das Problem ist, also sagen wir mal so, dass das, was nicht wahr ist, was du aber glaubst, das wahr ist, ist, dass du Geld schon bekommst, aber nur, wenn du es brauchst. Genau, das habe ich begriffen. Genau. Und die Wahrheit ist jetzt, was ist die Wahrheit? Hat man immer eigentlich. Ist immer da. Geld? Was ist denn Geld? Nur eine Energie. Geld ist eine Energie, genau. Und eine Energie ist immer so, wie du glaubst, dass sie ist. Ja. Aber wie wäre es jetzt, wenn Geld nicht nur eine Energie ist, sondern wenn Geld die Wahrheit ist? Ja, Geld ist die Wahrheit. Wie sieht die Wahrheit von Geld aus? Da kriege ich so Knie so komisch. Meine Knie werden so komisch jetzt, wie ich das höre. Deine Knie werden komisch, okay. Aber wenn du sagst, okay, Geld ist Wahrheit, ja? Welche wahren Qualitäten sind denn die Wahrheit von Geld? Freiheit, ja, Ja. unermesslicher Wert, oder? Unermesslicher Wert, unermessliche Wertschätzung, Ja. unermesslich und auch im Prinzip ohne Grenzen, ohne Grenzen, ohne Einschränkung, ohne örtliche, es braucht keinen Ort, oder? Und Geld. Wenn die Wahrheit über Geld ist, wow, oder? Die Wahrheit über Geld ist fantastisch. Die Wahrheit über Geld ist, es ist schön. Es ist etwas wahnsinnig Schönes, weil es macht schöne Dinge. Oder? Das ist die Wahrheit über Geld. Genau. Und wie fühlt sich das dann an, wenn das die Wahrheit ist? Wie fühlt diese Wahrheit sich an über Geld? Gut. Außer Knie. Komisch. Knie komisch, okay.
Mach dir weiche Knie. Die Wahrheit über Geld macht dir weiche Knie. Und weiche Knie heißt, du hast Schiss, du hast Angst. Du hast Angst vor der Wahrheit über Geld. Es genau. Ist dir alles so, oh, wirklich? Kann ich das glauben? Ist es so schön? So, oh, Hilfe. Oder? Ja. Genau. Und diese Wahrheit, die fühlt sich ein bisschen beängstigend an. Aber nur, weil sie unbekannt ist. Richtig? Ja. Sie ist so unbekannt. Sie macht so weiche Knie. So, als wie würdest du irgendwie eine Leiter hochklettern und du wüsstest nicht, wie hoch und so. Und oh, Hilfe. Und jetzt ziehen wir dir einfach mal so eine Sicherung an, ja? Eine Sicherung. Das Geld, die Wahrheit ist, die sichere Wahrheit. Es ist total safe, in die Wahrheit für Geld zu glauben, an die Wahrheit für Geld zu glauben. Es ist total safe, Geld schön zu finden. Ja, Geld ist wunderschön. Geld ist Freiheit. Geld ist Sicherheit. Geld ist Glück. Und Geld ist Liebe. Ja? Geld ist pure Liebe. Und warum ist Geld pure Liebe? Weil Geld hilft uns, die Liebe zu manifestieren, zu materialisieren. Geld ist schon materialisierte Liebe und wir können aus Geld noch mehr materialisierte Liebe machen. Weil wir so schöne Dinge durch Geld ermöglichen können. Aber zuerst ist die Schönheit da und die Freude und die Begeisterung. Und dazu brauchst du nicht einen Wunsch, dazu brauchst du nicht Zähne wollen, dazu brauchst du nicht Ausbildungen wollen, sondern du kannst alle Bedingungen streichen und kannst sagen, ja, die Wahrheit ist Liebe und die Liebe liebt mich. Und jetzt spür mal in diese Power rein, spür mal in die Power, spür mal rein, wie groß das ist. Wie groß ist die Wahrheit? Wie groß ist die Wahrheit? Hast du da Limite? Keine Limite, oder? Keine ja. Grenzen. Die Wahrheit ist unendlich groß. Und jetzt füllen wir diese Wahrheit einfach mit Qualitäten. Mit Qualitäten von Liebe, Schönheit, Freude, auch Nächstenliebe. Und vor allem Service zu sein für die Welt, einen Service für all das Schöne zu sein, eine Verkörperung. Die Wahrheit ist eine Verkörperung der Schönheit und der Liebe. Und da ist so viel Power drin, so viel Power in diesem Wissen um die Wahrheit, um die Freiheit und um die Liebe. Und das ist so groß und es ist so großartig und es ist so wahr. Und das ist die Qualität von Liebe, von Wahrheit und logischerweise von Geld. Und deswegen ist Geld eigentlich nur die Qualität der Wahrheit. Und je mehr und mehr du spürst, dass du Wahrheit bist, dass du Liebe bist, ist es logisch, dass bei dir und du, dass du auch Geld bist, in dem Sinne, dass du Geld kreierst, dass du Geld manifestierst. Du manifestierst Geld aus Liebe, aus Service und aus Wahrheit. Und nicht aus Mangel, sondern du manifestierst es aus dir heraus, aus deiner Power. Und zwar aus deiner göttlichen Wahrheit, die keine Beschränkungen hat, die keine Bedingungen kennt und die auch überhaupt nichts anderes kennt wie Liebe und wie Schönheit. Und das ist ein Package, das ist das, das, ist das
göttliche, perfekte, liebende Package. Und dieses Package wird von dir verkörpert. Jeden Moment, jeden Moment, jeden Moment. Und es gibt nichts im Außen, was dich abhält davon, dieses wahre Sein in dir zu tragen. Und es gibt keine Bedingungen, keine Ausbildung, kein ich muss, kein ich brauch, sondern einfach nur ja, ich bin, weil es wahr ist. Und keine Bedingung, ich nehme Geld irgendjemandem weg oder ich muss das machen mit dem Geld, ich muss das machen mit dem Geld. Geld ist Liebe und du machst Liebe draus. Geld ist Liebe, du machst Liebe draus. Geld ist Wahrheit, du machst Wahrheit draus. Finanzielle Freiheit ist die Freiheit zu lieben ohne Bedingungen. Darum geht es. Liebe zu bringen, Liebe zu sein, das ist die Berufung von allen Menschen hier, aus meiner Sicht, die hier sind. Und deswegen ist es niemals falsch, sich zu zeigen, weil wir zeigen die Liebe, wir verkörpern die Liebe, wir verkörpern die Fülle, wir verkörpern die Bedingungslosigkeit, wir verkörpern die Wahrheit. Und es kann nicht falsch sein. Und jetzt nimm nochmal richtig diese Power in dir auf, diese Power, die dir erlaubt, gut und richtig zu sein, jeden Moment unterstützt zu sein, geliebt zu sein, getragen zu sein, inspiriert zu sein, jeden Moment. Und jeder Moment, der sich gut und richtig für dich anfühlt, ist der gut und richtigste Moment in deinem Leben. Das ist das Jetzt, das ist hier und hier ist die Power und hier bist du. Und du bist eins mit dieser Power, du bist eins mit der Fülle, du bist eins mit deinen Wünschen, du bist eins mit deinen Träumen, weil all deine Träume sind aus Liebe geschaffen, aus Liebe, Begeisterung. Und daran ist nichts falsch, es ist nur gut. Und dein Business, deine Kreativität, all das ist auf Liebe und Begeisterung basiert und deswegen immer gut und richtig und deswegen immer gesegnet mit Geld, mit Freude, mit Erfolg, mit all den Qualitäten, die die Wahrheit sind. Und alles andere ist Angst, ist Lüge, ist materiell, ist einfach nicht das, was wir hier da sind, um es zu verkörpern. Und diese Power, die hast du jetzt und die hast du immer schon gehabt, aber jetzt bist du mit ihr komplett verbunden. Und wenn die Verbindung sich auflöst, dann pam, bist du wieder der Magnet und die Verbindung ist wieder da und aus der hast du Power, Power, Liebe, Begeisterung und einfach nur Wahrheit. Und jetzt frage ich dich, liebe Myrivet, was ist deine Wahrheit? Was ist deine Wahrheit? Wo treibst du dich hin? Was zieht dich so unglaublich an, dass du dich nicht stoppen kannst? Liebe. Ja, ganz genau. Und was macht die Liebe mit dir? Was will die von dir? Was darfst du tun aus dieser Liebe heraus? Wie darfst du deine Gaben zeigen? Freiheit. Freiheit. Und was noch? Was kommt denn noch im Sinn? Wünsche waren jetzt da. Wünsche. Ganz viele Wünsche. Alle Wünsche, die du verwirklichen darfst. Alle Wünsche. Deine Wünsche sind da, damit sie erfüllt werden, sonst wären sie ja nicht da. Weil deine Wünsche sollst du erfüllen, weil sie bringen Liebe in die Welt. Deswegen sollst du deine Wünsche erfüllen. Das hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun, sondern das hat mit Spread the Love zu tun. Und deswegen sollst du deine Wünsche dir erfüllen. Deswegen sollst du für deine Wünsche gehen. Du sollst für deine Wünsche stehen. Du sollst sie ehren und lieben, deine Wünsche. Und sollst sagen, yes, ihr seid da, weil ihr mir den Weg zeigt, wie ich meine Liebe verbreiten kann. Deswegen habe ich meine Wünsche. Und deswegen ist die Power in meinen Wünschen. Und deswegen traue ich meinen Wünschen und ich vertraue sie ihnen. Und sie haben Power und sie ziehen mich dorthin. Yes! Da gibt es keine Einschränkung.
Nein. Kein Stopp, kein Stopp, kein Stopp. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer schön, immer mehr Freude, immer mehr Leichtigkeit und immer mehr raus aus Drama. Kein Dilemma, kein Drama, kein Mangel. Einfach nur Vollgas, Power, Liebe und Wahrheit. Mehr nicht. Nur das. Nur das. Wow, mir ist richtig heiß. Ist ja auch so heiß geworden. Mir kribbelt es voll in den Fingern. Und das ist die Power, die da ist für uns, jeden Moment. Die Frage ist nur, wo sind wir? Beurteilen wir uns? Tun wir unsere Wünsche verurteilen? Finden wir irgendwie Ausreden, um nicht das zu tun, wo wir uns so hingezogen werden, weil vielleicht möglicherweise irgendetwas da draußen ein anderes Urteil und eine andere Vorstellung haben könnte? Nein. Los geht's, oder? Ja. Also, was sind deine nächsten Power, Wunsch, Erfüll, serviceorientierten Handlungen? Welchen Service bietest du? Wo kommt dein Herz jetzt raus? Wo schmeißt du es auf die Straße? Was ist deine nächste Inspiration? Was ist deine nächste Wahrheit? Was ist deine nächste Handlung aus der Wahrheit? Ich möchte auch online, ich möchte Workshops, ich möchte mehr an die Menschen, mehr Kontakte. Das ist, es brennt hier. Ich will mehr und mehr erreichen. Mehr genau, Menschen. Du willst deine Message, deine Liebe, deine individuelle Liebe rausbringen. Genau. Ohne Wenn und Aber, ohne irgendwelche Einschränkungen. Und das möchtest du tun? Ja. Welche Grenzen müssen wir noch ausmerzen? Es gibt eigentlich keine Grenzen, nur tun. Genau. Tun. Und was wäre jetzt der nächste logische Schritt? Was machst du diese Woche noch? Diese Woche meine Protokolle anfangen endlich. Was für Protokolle? Nur Lebens- und Sozialberater will ich meine Protokolle abgeben bis Ende des Monats. Ich habe aber noch keinen geschrieben. Das ist mein Schmerz. Das ist dein Schmerz, okay. Und warum ist es Schmerz? Warum schmerzt es zu tun? Warum schmerzt es das zu tun? Warum willst du diesen Schmerz vermeiden? Warum? Ja, wo ist da keine Liebe in diesen Protokollen? Wo kannst du die Liebe in diesen Protokollen nicht sehen? Zuerst war es, ich schaffe es nicht, aber jetzt denke ich, ich kann eh überall jetzt schreiben. Ich bin eh offen. Es ist wurscht eigentlich, was ich schreibe. Die werden eh nicht alles lesen, die Protokolle. Ja, aber was ist, wenn du eben genau, wenn du weißt, dass es wurscht ist, was du schreibst, Hauptsache die Liebe, die du rausbringen willst, diesen Service der Liebe, die du rausbringen willst, ist in diesen Protokollen drin. Und das kannst du nur tun, wenn du diese Perspektive aufsetzt und sagst, okay, mein Service, ich will Liebe bringen, jetzt muss ich halt diese Protokolle machen. Wie bringe ich diese Liebespower, diese göttliche Liebespower nun mal in so ein verdammtes Protokoll rein? Und zwar, indem ich die Intention setze und sage, okay, jetzt sehe ich das nicht als Protokoll, sondern ich sehe das als materielle Form, die ich aufladen kann mit meiner Wahrheit, mit meiner Freude, mit meiner Göttlichkeit. Und ich pam das jetzt einfach mal da rein, schick's raus ins Universum und schau mal und erwarte und freue mich auf diese wahnsinnig schönen Ergebnisse, die ich nicht wissen muss, die ich nicht kennen muss, die dann irgendwie auf eine auch mir nicht erkennende Art zu mir kommt. Ich brauche es nicht wissen. Ich muss nur wissen, ich power überall, wo ich nur kann, diese Perspektive der Wahrheit und der Liebe rein. Und wenn es in Protokolle schreiben ist, und ich gehe einfach nur mal davon aus, dass es
so sein muss, weil das sind die Gesetze des Lebens, dass dann auf irgendeine Art und Weise das sich mir auch zeigt. That's it. Also, so mache ich es, so tue ich es, so setze ich mich hin, so schreibe ich und ich sehe es nicht als Protokolle, sondern ich sehe es als Gefäße für diese wirklich wahre Liebe, Fülle, Göttlichkeit, Freude, die ich nicht stoppen kann, die ich auch nicht mehr stoppen will. Und jetzt mache ich es halt so. Und dann schaue ich, was das Nächste ist. Und aus dieser Perspektive einfach zu machen und zu machen und zu machen und nicht zu beurteilen und so, scheiß Protokoll, tut mir weh, kann ich nicht gut genug. No, es ist eine Möglichkeit, es ist eine Gelegenheit, meine Wahrheit, meine Power, meine Energie, meine Schönheit in der Materialisierung von irgendeinem Protokoll. Auch gut, oder? Ich habe jetzt was erkannt. Schön. Ich verschiebe die Protokolle, weil ich verdiene, ich bekomme jetzt weniger, weil ich noch nicht ganz bin. Mit Protokolle, dann bin ich ganz, dann kann ich, müssen alles sehen und bekomme mehr Stunden. Und irgendwie habe ich wahrscheinlich die Angst, dass ich das nicht mehr schaffe, so viel verlangen. Das Wie meinst du das, so viel verlangen? Jetzt verlange ich 40 Euro Stunde. Ja. Und wenn ich das Protokoll und Gewerbeschein habe, oh, da kriege ich schon Knie, weiche Knie. Schon wieder? Angst, dass ich mehr verlangen werde, muss, ja, wegen Gewerbeschein. Und? Da habe ich Angst, glaube ich. Genau, aber wenn du jetzt wieder in diese Energie von vorher gehst und sagst, wow, ja, genau. Da ist die Wahrheit. Da ist die Wahrheit über Geld. Da ist die Wahrheit über finanzielle Freiheit. Da ist die Wahrheit einfach da. Das ist kein Problem. Das muss mir gar nicht Angst machen. Dieses Problem existiert in der Wahrheit ja gar nicht. Ja. Das ist dein menschliches Problem, wenn du mit menschlichen Regeln denkst, mit materiellen Regeln. Aber sobald du energetisch, in energetischer Wahrheit und Liebe denkst, ist das Problem gar nicht mehr da. Gibt's nicht, dieses Problem. Genau. Und jetzt geht's einfach darum, diese Pflicht bis dahin zu erledigen, um dann zu sehen, welche wahnsinnigen Türen auf welche Art und Weise wieder aufgehen. Genau. Und du kommst nicht drum rum, du musst es jetzt machen. Und du machst es jetzt. Ja. Weil du weißt, dass es der Schritt ist, der die Tür öffnet, der es groß macht, der rausgeht aus 40 Euro die Stunde und der rausgeht aus Stundenlohn. Ja. Weil Zeit kann nicht entlohnt werden, wenn wir in einer Sphäre leben, in einem Wissen, in einer Wahrheit, in der Zeit nicht Existenz ist. Können wir uns nicht mit der Lüge zufrieden zu geben, dass unsere Zeit Geld ist. Weil wenn Geld Liebe ist, dann kann nicht Geld Zeit sein, weil Liebe ist unbegrenzt, großartig, ohne Raum, ohne Örtlichkeit. Und Geld ist das Pendant dazu. Also kann ich nicht mehr nach einem System leben, das Zeit mit Geld gleichsetzt. Mhm. Weil das entspricht nicht der Wahrheit. Nicht der Wahrheit der Grenzenlosigkeit, der Schönheit, der Liebe, des Vertrauens, des Unterstütztseins. Zeit für Geld widerspricht der Wahrheit. Also ist es nicht wahr, also ist es eine Lüge, genauso wie viele andere Lügen, nach denen wir uns immer noch versuchen zu orientieren, weil wir auf Materie mit Materie beeinflussen wollen und uns dann halt die Hände gebunden sind. Und bei dir geht der Weg über weiche Knie. Ja. Wenn du bei einem Gedanken weiche Knie kriegst, Myriwet, dann ist es genau richtig. Dann ist es richtig. Und dann schickst du Liebe, Komplettheit, Gesundheit, Perfektion in deine Knie und die werden hart und stabil und tragen dich wieder den nächsten Schritt.
Also liebe deine weichen Knie, weil die zeigen dir den Weg. Weil jetzt weißt du, die Knie, die heißen nicht Stopp, geh nicht weiter, sondern die weichen Knie heißen, genau hier musst du weitergehen. Genau. Hammer, oder? Ja, wow. Wow, volle Power. Volle Power in 25 Minuten. Ich weiß jetzt nicht, wie das für euch ist, die da draußen zuschauen. Keine Ahnung, wie viele Leute zuschauen. Ist aber völlig egal. Miribeth und ich, wir sind jetzt hier in diesem Raum der Wahrheit, der Liebe, des Grenzenlosen, aus dem alles heraus entsteht. Und diesen Raum zu kreieren für sich selber, dort immer wieder einzusteigen. Und das ist eigentlich das, worum es geht. Das ist auch das, worum es geht. Ich mache sogar normalerweise ist jetzt eine Demo-Session, aber stell dir mal vor, wir hätten morgen und übermorgen nochmal so eine halbe Stunde. Dann würdest du mal, pam, oder? Dann geht's ab und dann hast du wirklich so einen Booster, oder? Und der Booster kommt ja nicht von mir, sondern der Booster, der ist ja für uns da. Wir steigen nur zusammen ein. Das ist ja nichts, was nur ich kann, sondern ich sage einfach, okay, schau mal, hier im Unbekannten, da ist es, da ist die Wahrheit, let's go. Und dann gehen wir und dann zieht's und dann zieht's und dann gibt's Turbo. Und dann ist es die Energie. Und die Frage ist immer nur, die Energie ist da, wo bist du? So schön, Miriette. Dankeschön, dass du dich hier bereit erklärt hast. Ich danke. Heute gesagt, auf sowas habe ich kein Glück, solche Sachen. Aber heute habe ich gesagt, ich habe Glück. Letztes Mal war ich auch erstes dran und jetzt heute auch. Eben. Und das heißt, logisch, du bist, ich bin da. Du bist immer die Erste. In deinem Leben bist du immer die Erste. Das, was du möchtest, deine Wünsche, da bist du die Erste. Genau. Und so schaut's aus und es ist die einzige Wahrheit. Und aller andere Bullshit, den einem der Verstand noch mitgeben will, das ist interessant. Interessante Ansichten stimmen aber leider nicht. Also, da. So schön. Also, bleibst du vielleicht... Erzählst du uns ein bisschen morgen und übermorgen, ob da die Power noch wirkt oder wie das für dich war, was du vielleicht jetzt kannst sein, dass da Erkenntnisse kommen, blam, Klarheit, Klarheit, Klarheit aus dieser neuen Perspektive raus. Wenn du uns das dann vielleicht noch im Facebook in der Gruppe mitteilen würdest. Mach ich. Das wäre Hammer. Also meine Liebe, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Du siehst wieder mal wunderschön aus. Genauso wie bei den Heilabenden. Kleine Verjüngungskurse. Wow. Darf ich kurz was über den Heilabend sagen? Na klar. Ab nächsten Tag oder ich bin nicht sicher, ich war ja in der Türkei bei meiner Tochter. Und in der Früh stehe ich auf. Ich weiß nicht, was das war. Mein Körper lag, aber ich bin so umgekehrt gewesen in den Körper. Wow. Ich habe gedacht, das sind vielleicht ein paar Jahre früher, habe ich gehabt, dazwischen die Ohren sind ja die Kügelchen, dass sie irgendwie komisch sind, weil ich konnte nicht aufstehen und gehen. Aber beim Liegen war ich im Zimmer irgendwie. Ich habe damit verbunden, aber ich hatte Angst, Schiss gehabt. Ja, aber das ist die Wahrheit, weil du bist nicht dein Körper. Eben, vielleicht habe ich das... Du darfst jetzt erfahren, wie es sich anfühlt, wenn man sich nicht aus deinem Körper raus identifiziert, sondern aus der Wahrheit, wer du wirklich bist. Genau, gestern ist mir eingefallen, das war nicht das, das war was anderes. Nein, wow, ich bin frei, ich bin grenzenlos, ich bin nicht in diesem Körper gebunden und ich kann aus dieser grenzenlosen Wahrheit herausleben. Wow, das ist ja Hammer, das hast du mir gar nicht erzählt, dass dir das passiert ist. Aber das macht Schiss, klar, weil das ist so unbekannt. Ja, das war, habe ich mich nur ruhig hingelegt.
habe ich geatmet und das war, dann habe ich mich ein bisschen gerade anders hingesetzt, weil wenn ich gerade gelegen bin, war das. Und wenn ich mich aber meinen Kopf ein bisschen höher gestellt habe, ist es weggegangen. Weil ich verschieden habe, den nächsten Tag war in der Früh wieder, aber kurz. Ja, aber du kennst jetzt dieses Gefühl. Und wenn du meinst, du bist irgendwie gestoppt, gehalten, du kannst nicht, du kommst nicht weiter, dann kannst du wieder zurückgehen in dieses grenzenlose Gefühl, wo du eben weißt, dass du nicht dein Körper bist und nicht durch deinen Körper eingeschränkt wirst. Weil nur dann, wenn du dieses Bewusstsein für dich hast, kannst du wirklich diese ganze Power aus deinem Herzen, die ganze Liebe raushauen und zu dem beitragen, was die Wahrheit ist und Transformation und Neukreation erreichen, oder? Weil um das geht's ja und du spürst es ja so stark, oder? Dass du das machen möchtest. Und du brauchst keine Erlaubnis. Hä? Ich brenne. Ja! Noch für die, die zuhören, also wir haben ja am Ende vom dritten Heilabend, gell, haben wir so alle zusammen diese Divine Healing Power auf die Myribeth fokussiert. Und es hat sich dort schon gezeigt, weil sie irgendwie plötzlich keine alte, einzige Falte mehr im Gesicht hatte. Aber dass es natürlich dann so eine Power war für den nächsten Morgen, dass du diese Erfahrung machen durftest, das freut mich jetzt noch viel mehr. Wow, cool. Und jetzt hast du noch mal eine Dosis bekommen. Ich würde mal sagen, du bist nicht mehr zu stoppen, oder? Glaub nicht. Glaub auch nicht. Also, meine Liebe, halt uns auf dem Laufenden. Du kannst ja auch mal in der Facebook-Gruppe live gehen. Dann kannst du noch mal dich zeigen und präsentieren und ein Live-Video machen in 1-2 Tagen, morgen oder übermorgen. Und noch erzählen. Das ist super. Ich habe mich vorgestern gefragt, ob man das darf. Das darf man. Wenn man die Wahrheit erzählt und nicht irgendwelche Bullshit, angstgeladenen Stories, dann darf man das. Machst du, okay? Danke. Super. Ciao, Miribeth. Schöne Grüße nach Wien. Ich liebe Wien übrigens. Ja, komm besuchen. Da kriege ich gleich Hunger, weil es so gutes Essen gibt und so tolle Restaurants. Ja, ich koche auch gerne. Komm, Besuch zu mir. Wenn ich nächstes Mal nach Wien komme, besuche ich dich, versprochen. Genau. Bitte benachrichtigen. Also, danke. Pass auf, jetzt zeige ich dir was. Servus und Baba. Servus und Baba. Tschüss.